So, herzlich willkommen zu meinem Video zum Aleppo TV Box aus Amazon. Link füge ich noch ein. Jawohl. Es geht hier um das Android-Version 7.1.1. Wir haben hier eine englische Bedienungsanleitung, was eigentlich selbsterklärend ist. In den Lieferumfang war TV-Box selbst, unsere Fernbedienung mit Sprachsteuerung ohne Batterien, HDMI-Kabel und Europa-Netzkabel. So sieht das Ganze aus. Ich habe schon mich bereits mit meinem Google-Account eingeloggt. Dann zeige ich euch jetzt mal meine Einstellungen. Beziehungsweise die Einstellungen. Das Ganze ist so. Erneut. Ja. Datum und Zeit haben wir. Info. Version 7.1.1 ist in Ordnung. Ist aktuellste. So, wie funktioniert denn unsere Sprachsteuerung eigentlich? Probieren wir mal aus. Okay, Google. Unten drunter seht ihr, okay, Google. Ja. Und zurück. Wie wird das Wetter in Frankfurt am Main? In Frankfurt am Main ist es morgen teilweise bewölkt bei Temperaturen zwischen 3 und 13 Grad. Aha, auch nicht schlecht. Wie viel Grad wird es in Ägypten morgen? Morgen sind für Kairo Höchsttemperaturen von 26 Grad und Tiefsttemperaturen von 13 Grad angekündigt. Die haben es gut. So, so sieht es aus. Also, ich erwähne euch einmal hier einige Informationen. In den Google Play Store kann man leider nicht alle Apps runterladen. Das ist sehr, sehr, sehr schade von dem Hersteller. Zum Beispiel, da steht jetzt, sprechen Sie, um Google zu suchen, Google Play zu suchen. Habe ich hier oft gemacht gehabt. Ich habe hier mein App Dropbox gesucht, aber nicht gefunden. Wir versuchen das einfach mal nochmal. Dropbox. So. Das sind alles Videos, was ihr findet. Also so einfach kommt man mit dem Produkt nicht durch. Alles nur Videos. Mit dem Sprachsuche kann man wahrscheinlich nur Videos oder Filme suchen. Das ist schade. Echt schade. So, dann gehe ich nochmal zurück. Apps. So, YouTube. YouTube Kids war schon drauf. Das habe ich installiert, habe ich selber installiert. Netflix war auch drauf. Und AppDeutsch TV kannte ich bisher wirklich noch nicht. Habe ich hier jetzt kennengelernt. Kodi ist bereits hier installiert, heißt allerdings TV Center. Name geändert. Auch nicht schlecht. So, gehen wir mal einfach in YouTube. Wir machen anders. Wir versuchen es einfach mit Sprachsteuerung reinzulocken bei YouTube. YouTube öffnen. Ah, das ist ja geil. So. Achtung. Hip Hop Germany. Okay. 50 Cent.
anhören. Fifty Cent anhören. Play. Ach, ich habe falsche Taste gedrückt. Play. Gut, das war ich jetzt erstmal. Volumen ein bisschen leiser um diese Uhrzeit. Pause. Erwähnenswert ist noch hier. Sobald ich auf Mikrofontaste drücke, habe ich sofort gemerkt, dass das Musiklautstärke etwas leiser geht. Ist auch gut installiert bzw. gut eingestellt. YouTube-Suche hat nicht geklappt. YouTube zum Sprechen die Mikrofontaste drücken mache ich ja die ganze Zeit. Schließe alle Anwendungen. Schließe alle Anwendungen. Ja, das ist halt. Oh. Okay. Naja, ich gebe auf. Zurück, zurück, zurück. So sieht es aus. Die Oberfläche gefällt mir auch nicht. Es könnte ein bisschen besser dargestellt werden. Diese ganze Müll hier braucht kein Mensch. Ich meine, die Apps sind zwar okay, wenn die hier stehen, aber das obere brauchen wir nicht. Kino Hanau. Kann auch sein, dass ich das falsch bediene oder ja, mal schauen, wenn ich was Neues finde oder so, werde ich auf jeden Fall ein neues Video machen. So, was haben wir hier noch? STB-Emulator ist sehr gut. Beachtet aber darauf, dass ihr ein eigenes IPTV kaufen müsstet, um dort einiges abzuspielen. So, unser Kodi heißt hier TV Center. Oh, was macht er jetzt? Updaten was? Nee. Musik Addons. Ja, gucken wir mal auf Musik, was gibt's? Okay, ich gebe es auf. Super Favorit, was kommt hier jetzt auf? Auch nichts. Oh, Programm Addons, was ist denn das? Ja, wie auch immer, so sieht das Ganze hier aus. Die haben den Namen hier geändert von Kodi. Weiß gar nicht warum, aber naja. Kommen wir mal auf Speicher. Was haben wir denn als Speicher drin? Speicher verwalten. Interne Gesamtspeicher ist 16 GB.
Ja, was ist eigentlich verfügbar? Steht nicht. Genau. So sieht das aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.